Wenn Selbsthilfe auf Messerschneide steht, manchmal kann Selbsthilfe Stoff für großes Hollywood-Kino sein. In dem Streifen auf Messerschneide, Rivalen am Abgrund, spielt Anthony Hopkins einen schwerreichen Unternehmer. Dieser Tycoon und zwei Begleiter stürzen mit einem kleinen Flugzeug ab, mitten in einem tiefen See, umringt von menschenleerer Wildnis. Der Pilot ist tot, die Maschine Schrott. Nur die besagten drei können sich ans Ufer retten. Dort aber machen sich beim Gefolge des Geschäftsmagnaten prompt Hektik und Konfusion bereit, denn der Tross wird von fürchterlicher Todesangst durchgeschüttelt. Als Einzinger behält der aufgeweckte Multimillionär die Nerven. Er weiß um den Wert der Selbsthilfe und sucht nach einer Lösung, um der Notlage zu entkommen. Die beiden Memmen in seiner Begleitung versucht er zu beruhigen. Wissen Sie eigentlich, was in einer solchen Situation gemacht werden muss? Als er als einzige Antwort von einem Muffensausen begleitendes Kopfschütteln erhält, liefert er selbst die Auflösung. Denken. Das ist das, was man in einer solchen Situation machen muss. Denken ist Selbsthilfe, obwohl das die meisten nicht wissen. In verschiedenen Situationen habe ich mich mit zwei Ärzten unterhalten. Einem Chefarzt, 58 Jahre alt, der als Narkosespezialist die größte Klinik in Deutschland leitet, und einem in unserem Umkreis sehr erfahrenen Internisten, 69 Jahre. Beide Mediziner habe ich mit der Frage konfrontiert, ob sie wüssten, warum wir Menschen auf dieser Welt sind. Der Chefarzt antwortete darauf, dass er darüber noch niemals nachgedacht habe. Und der Internist erzählte mir was von Fortpflanzung. Ehrlich gesagt, ich musste über die Reaktionen beider Fachleute schmunzeln. Als sich beide aber im weiteren Gespräch eröffnete, dass wir zum Denken auf dieser Welt sind, wow, sie bekamen ganz große Augen. Und als ich ihnen den Sachverhalt näher erklärt hatte, stimmten sie mir zum Schluss zu. In meinem Buch »Hilf dir selbst, hilf dir Gott« habe ich Ihnen, liebe Zuschauer, genau beschrieben, wie Sie mit Ihrem Denkapparat, Ihrem Gehirn bedeutend zielgerichteter denken können. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch intus haben, werden Sie Ihre Denkfähigkeit und damit die Fähigkeit zur Selbsthilfe viel flexibler und erfolgreicher steuern können. Damit wird nie wieder eine Herausforderung in Ihrem Leben zur Belastung werden. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.